Hi Leute, heute geht es um Gehirnnebel, um diesen Nebel im Kopf, diese Unklarheit in den Gedanken und dieses bisschen stumpfe, als wie wenn man eingeschlafen, Gefühl im Kopf, man ist noch nicht so richtig wach, man ist noch nicht so richtig da. Und wenn du das kennst, dann unbedingt dranbleiben. In letzter Zeit ist mir öfter aufgefallen in Gesprächen, dass viele von euch dieses Problem kennen. Ich hatte es früher zum Beispiel selber. Bei mir war es nicht ganz so stark, aber vielleicht kennst du das auch. Bei mir war es eben so früher, wenn ich aufgestanden bin, dann war man noch so leicht benebelt. Man war halt noch nicht so richtig da. Man war noch nicht so richtig klar, so richtig, ja, fit und wach von den Gedanken her. Und bei mir kam das dann immer erst so, damals, wo ich in die Schule gegangen bin. Früh ist alles noch so ein bisschen schwammig und eben wie so verschlafen, dieses Gefühl und alles unklar. Und ab so nachmittags war ich eigentlich wirklich so richtig wach und richtig da und konnte auch fokussiert was denken und machen und tun. Und mir ist es eben jetzt häufiger begegnet. Viele bezeichnen das eben als so Nebel im Kopf. Eben wirklich dieses Unklare, dieses ständige Durcheinander, zum Beispiel in den Gedanken. Und wenn du das Symptom kennst, dann kannst du mal unbedingt mit der Ernährung zum Beispiel ausprobieren. Früh, wie du dich fühlst nach dem Aufstehen. Ess zum Beispiel mal als letzte Mahlzeit abends einfach nur Obst, Früchte, irgendwas ganz Leichtes. Ganz einfach. Und schau mal, wie du dich am nächsten Morgen fühlst, wie wach, wie fit, wie klar du bist. So, wenn du irgendwas Dichteres isst, was Schwereres, fettig, tierische Produkte und diese Geschichten, schau mal, wie du dich dann fühlst und vor allem auch, wenn du dich überisst. Und dieses matsche, unklare Gefühl in den Gedanken, das ging bei mir zum Beispiel in den letzten Jahren immer mehr weg. Also jetzt ist es wirklich auch so, wenn ich mitten in der Nacht aufwache, bin ich einfach da. Es ist wie wenn es Mittag ist, man ist völlig wach und völlig da. Und die Gedanken sind viel schärfer, viel klarer eben. Es ist nicht dieses schwammige, gedunsene Gefühl mehr da, sondern du bist wach, da, fit und aktiv und kannst das tun, was du möchtest. Und darum geht es mir eben heute. Wenn du dieses Gefühl kennst, dann schreib mal gerne unten drunter. Also, die Ernährung ist da wirklich einer der größten Punkte, wo man dran arbeiten kann, dann immer mehr in diese Entspannung zu kommen. Und wenn man dann auch Körperübungen, Atemübungen integriert, dann hilft es unglaublich weiter. Und bei mir in den letzten Jahren eben, jetzt habe ich frühs überhaupt nicht mehr das Gefühl. Auch wie gesagt, wenn ich nachts einfach aufwache, man ist komplett völlig da, sofort alles hochgefahren, es funktioniert alles einfach viel schneller, weil eben auch der Körper richtig versorgt wird, wie es auch sich gehört. Also er kriegt eben das, was er braucht und ist nicht unnötig irgendwelchen Sachen ausgesetzt, die er dann wieder ausscheiden muss, die viel Reibung im System, im Kopf erzeugen. Und das Ganze einfach, ja, bei Gluten und so weiter, gibt ja auch genug Studien dazu. Diese ganzen Sachen verkleben halt auch oft, wenn man da zu viel solche Produkte isst, zu viel industriell verarbeitetes, ja, viel erhitztes, viel gemischtes E-Nummern und so weiter sowieso. Wenn man sich da schon mal so eine Basis von vollwertig vegan schafft, ist das schon mal sehr gut, wo man merkt, diese Klarheit ist schon mal viel mehr da. Und das wollte ich dir nur als Tipp geben. Wie gesagt, wenn du es kennst, dann kommentier gerne mal unten drunter und teile auch mal mit, was dir da noch geholfen hat. Und dann freue ich mich, von dir zu lesen. Und bis zum nächsten Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, Kanal abonnieren.
Glocke aktivieren. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen, entspannten, sonnigen Tag heute noch. Mach's gut. Ciao.